Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, Let's Play Landwirtschaft Simulator. Geht die nächste Runde, wir wollen ein bisschen Stroh sammeln, aber er hängt hier am Baum. So wird das natürlich nichts. Abfahrer einstellen. Jetzt glaube ich kriegt er die Kurve und sammelt uns den Stroh weg. Ja, es funktioniert. Und wir haben gesehen, Sauberkeit bei den Schweinen und Wasser bei den Schweinen ist ein bisschen überschaubar. Wir haben und Wasser, ne, Heugras bei den Schafen, Wasser bei den Kühen, aber das ist alles noch, das geht noch. Wir haben auch 174 Schweine schon, also wir können auch mal irgendwann an Schlachten denken, ne? Ich glaube, das machen wir, wenn wir über 200 kommen, dass wir dann sagen, okay, bis 200 und nicht weiter. Hier haben wir ja noch die Presse stehen für das kleine Feld. Dann machen wir das doch mal selber. So, pressen wir ein bisschen Stroh. Das ist unsere heutige Tagesaufgabe. Ja, 2,6 Millionen haben wir. Ne? Es reicht immer noch nicht ganz. Da hinten, wir sehen diese Felder da, die sind so schön erdreif. Ich hätte ja auch so gerne das Feld gekauft bei der Brauerei. Aber dafür fehlt uns tatsächlich noch 1 Million knapp. Oder 800.000, 900.000. Und die kriegen wir nicht so schnell zusammen. Wir können mal auf die Preisübersicht gucken. Fleisch und Tomaten. Tomaten bei Edeka wäre richtig gut. Da gibt es dann aktuell auch 10.000 pro Palette. Aber dafür da höchstens 6, 7 Paletten von haben. Das ist noch so ein bisschen witzlos. Brot bei Edeka wäre auch gut. Haben wir nicht Mehl auch letztens rübergebracht? Oder haben wir es noch nicht gemacht? Ja, auf jeden Fall, glaube ich, kriegen wir nicht in so kurzer Zeit so viel Geld zusammen. Lady, glaube ich, hängt schon wieder am Stroh. Deswegen ist der Schweinestall so dreckig. Hier vorne liegen die Ballen immer noch im Weg. Und stimmt, das wollte ich auch nochmal kontrollieren. Warum mein Mais hier letztens mal nicht abkippen konnte. Da muss mal kurz Zeit sein. Warte, das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Mais, Schweine. So. Da sind wir wieder im Spiel. Habe ich mir einmal schnell mal in meine Textdatei geschrieben, sozusagen meine To-Do-Liste. Bevor jetzt Freitag die Map-Version kommt, kann ich da auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ich will ja den Körnermais hier vorne reinkippen. Der Körnermais soll eben hier so rechts gelten, wie normales Getreide auch. Kann sein, dass ich den Trigger nicht richtig erwischt habe. Kann aber auch sein, dass der Trigger sich auch einfach verschoben hat. Aus welchen Gründen auch immer. So, das sind ein paar Strohballen hier, die könnten wir dann auch für einen Komposter nutzen. Oder für Pellets. Eher für Pellets. Da hat man nämlich jetzt die Möglichkeit, viel praktischer, finde ich, einfach abkippen die Ballen. Ja, wir hätten einen Follow-Me hinter uns schicken können, ne? Der die Ballen gleich mitsammelt. Aber es sind so wenig hier, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wir haben aktuell auch keinen Wasserkorb, also keinen Traktor mit Wassertrailer hier mehr am Hof. Das ist, glaube ich, der, den wir jetzt bei dem Gemüsefahren haben. So, die sind am Kreisfahren hier, das nervt so ein bisschen. Ich fahre jetzt hier erstmal auf und ab, fahre dann hier quer und das andere sammle ich gleich noch ein. Also schnell ein paar Ballen pressen. Gut, ich kann ein bisschen in Ansicht fahren, ne? Wo mir ein bisschen die Animation fehlt bei dem. Sagen, man muss der Schweinestall zu, aber es sieht nur aus der Entfernung so aus. Die Türe gibt es in Wirklichkeit gar nicht mehr, die davor sind.
Ja, nach wie vor. Okay, der Fahrstrack steckt wieder im Verkehr fest. Ja, wir haben den Kurs nicht gut eingefahren. Es kann aber auch sein. Okay, er ist bis dahin gekommen. Ja, müssen wir gleich gucken. Ne? Wir pressen jetzt erstmal zu Ende. So viel Zeit muss sein. So, ich hoffe, euch ist die Vorfreude auf Map Version 2.9 noch nicht ganz vergangen und ihr wartet noch. Jetzt dauert es ja nur noch 2 Tage. Und es war gut sozusagen natürlich, dass ich jetzt wieder teste hier ausgiebig. Jetzt habe ich nochmal gesehen, eben drüben mit dem Trigger für den Mais. Ist auf jeden Fall eine Sache, die ich noch locker bis Freitag einmal checken kann. Und eigentlich wollte ich auch gucken, ob ich es noch zeitlich hinkriege. Wird aber eng, dass man die irgendwo einlagern kann, die Pellets. Aber ich glaube erstmal noch nicht. Es gibt ja noch Platz im Palettenzentrallager. Zur Not kann man die Paletten auch manuell da reinladen. Man muss ja nicht immer die Automatik haben. Einfach selber ins Regal stellen und wieder rausnehmen. Geht auch. So. Das Gröbste haben wir weg. Gut, alles kriegen wir nicht mit, aber das macht nichts. Das macht nichts. So, einmal Beinpresse leer machen. Schließen und gut. Kommt ja gleich hier vorne rein, muss gar nicht so weit weg. Jetzt gucken wir, was unser Fast-Track macht. Der sollte doch Nachschub für die Pellets bringen. Da sehen wir natürlich auch, 5000 ist relativ schnell voll. Wir machen das alles nur mit Stroh, obwohl wir auch eigentlich genug Hackschnitzel hätten. Aber müssten wir erstmal mit dem Traktor darunter, zum Beispiel mit dem hier. Immer nochmal für diejenigen, die nicht genau wissen, immer wieder sagen, es funktioniert nicht mit der Dieseltankstelle. Doch, es funktioniert. Also hier vorne, wo die 4 Tanks sind, hier stellt ihr euch ungefähr hin zum Auffüllen. Wenn ihr Diesel mit habt, muss hier der Trailer ungefähr stehen. Und wenn ihr tanken wollt, fahrt ihr recht nah an die Zapfsäule, da wo man eben logischerweise tankt. Macht den Motor aus im Zweifel. Drückt Taste R für tanken und er wird voll. Ihr seht, es funktioniert. Juhu. Eine Kleinigkeit habe ich noch, die ich auch mit euch heute noch testen möchte. Im Hinblick auf Map-Version 2.9. Ich hatte ja die... Oh, er hat aber gekippt, aber er kommt hier nicht weiter, weil der Trailer da im Weg steht. Abfahren lassen. Ne, warte mal. Du kannst ja ein bisschen selber arbeiten. So, am Fahrer einstellen. Ach, falscher Wegpunkt. Erster Wegpunkt. Nee, nächster. Nächster Wegpunkt. So, fährt weg. Den müssten wir hier mal zurücksetzen oder so. Der steht ja auch blöd. Dann müsste es beim nächsten Mal nämlich klappen. Aber wir nutzen jetzt gleich eine Ladung Stroh, um bei den Kühen einzustreuen. Denn mir wurde ja auch gesagt, dass das nicht mehr funktioniert. Ist manchmal merkwürdig. Kann auch sein, dass da ein Träger verrutscht ist. Ich weiß es immer nicht, solange ich selbst nicht getestet habe. Ne? Deswegen, ich teste es lieber immer selber nach, um dann zu sagen, jo, ihr habt recht oder nein, ihr habt nicht recht. Wir sehen aber, unser Stroh ist leider recht voll bei den Kühen. Geht aber überhaupt was rein? Ich glaube, da liegen immer noch Ballen. Und wenn da Ballen liegen, werden ja immer, sobald ein bisschen Bedarf ist, mit den Ballen verwendet. Naja. Wir gucken uns das mal an. Erstmal gehen wir zu den Schweinen und räumen nochmal die Strohballen weg. Denn wir wissen, Lili kommt nicht mehr voran. Und die Schweine verdrecken immer mehr. Das ist ekelhaft. Hier. Stroh an sich brauchen die nicht. Also können wir das hier oben raufschmeißen. Guck mal, jetzt arbeitet er weiter. Ist ja noch ein bisschen im Weg. Ich weiß gar nicht, warum das alles so wieder durcheinander geraten ist hier. So passt das schon. Jetzt
kriegt er den ganzen groben Schmutz hier weg. Die Ballen müssen wir einmal wegsammeln, dann können wir bei der Gelegenheit das Lager auch mal frei machen. Die Ballen kann man hier zum Beispiel hier an die Seite stellen. Hier ist genug Platz, um das Ganze hier zu lagern und da regelmäßig ein bisschen Strohballen rauszunehmen. So, der Fast Track. Dauert noch einen kleinen Augenblick. Sollen wir mal gucken, was steht der hier rum? Achso. Das sind ja die Gerstefahrer, die alles Mögliche zur Brauerei fahren. Wollte ich doch mal losschicken. Wobei, das ist natürlich schon die letzte Folge in der heutigen Aufnahmesession. Zu mehr Zeit habe ich leider nicht. Lohnt fast gar nicht. Die hätte ich schon vor einer halben Stunde reinstellen können. Habe ich nicht mehr dran gedacht, dass wir die haben, die hier Gerste zur Brauerei bringen. Ja, das ist ja auch die falsche Fabrik. Falsch abgebogen. Haben wir hier noch was gehabt zum Verkaufen? 115.000 Liter Diesel sind hier eigentlich noch. Also steht aber der Tanke. Na, er steht leider nicht bei der Tanke. Ich dachte, wir hätten damit einen Fortuna, aber das war ein Multiplay. Verwechsel ich gerade ein bisschen. Na, der hat bisher erst 12.000 gesammelt. Er wird länger beschäftigt sein. Wir gucken mal kurz zur Holzverarbeitung oder hier zu ihm. Ist auch in Ordnung. Nehmen wir mal so eine Palette mit, wo wir gerade hier sind. Drüben zum Pelletswerk. Nicht, dass uns hier die Leerpaletten leer gehen, aber ich glaube, das dauert noch. Guck mal, jetzt haben wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pellets. Paletten. Nach. Na gut. Ist doch ein bisschen mehr, irgendwie Ingame-Stundenmäßig. Vielleicht mache ich die noch ein ganz bisschen langsamer. Aber nur ein bisschen. Die soll schon gut was umsetzen. Das macht schon Sinn. Ich wollte aber eigentlich, genau, zur Brauerei mal kurz luschern, wie viel Gerste jetzt hier schon angekommen ist. Na hier, 239.000 Gerste und 153.000 Weizen. Nicht schlecht. Und wie kommen wir denn jetzt an das Feld 4 ran? Feld 4 wird mich so reizen. Für 3,4 Millionen. Kann ich irgendwo einen Kredit aufnehmen für eine Million? Wir können unsere Geldkassetten wegbringen, aber so viel Geld ist da logischerweise noch nicht drin. Das macht gar keinen Sinn. Wir könnten höchstens im Palettenlager gucken, ob wir noch irgendwas Schönes haben, was wir rausholen können zum Verkaufen in den nächsten Folgen. Also, so Salat, Tomaten, da haben wir nur wenig von. Hier ist sowieso recht leer. Butter und Joghurt. Butter und Joghurt finden wir oben nicht wieder. Papier beim Palettenverkauf Hafen, das ist ein aktuell guter Preis. Und das ist natürlich ein Selbstläufer, ne? Bierkasten, Joghurt, Bierfass. Immerhin sind 7 Bierkästen da. Oh, das reicht aber nicht. Chips, Pommes, okay. Das sind auch die Preise aktuell nicht so perfekt. Kartoffelsack. Gut, wenn wir das alles verkaufen, hätten wir genug. Pflaume, Birne, Apfel. Apfel auch fast 200.000 hier. Die Zellstofffabrik. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Mit Version 2.9. Bisschen mehr Arbeitungsplatz. Trotzdem wird er wahrscheinlich schon wieder farmsilos leer. Warte auf mehr. Achso, er kann nicht mehr, weil ist nichts mehr da. Ja, da sehen wir schon, ne? Ist schon wieder alles fast voll. Aber wenn wir das alles verkaufen, ist auch nicht schlecht. Und das müssen wir nur hier vorne beim Hafen verkaufen. So, jetzt müsste sie eigentlich noch wieder ein bisschen produzieren können. Ich glaube, hier ging es sowieso noch. Ja, ist auf jeden Fall noch ein Spawnplatz frei. Kein Problem. So, wollen wir mal gucken. Abfahrer entlassen. Erstmal stoppen. Achso, macht er auch gleich den Motor ruhig aus. Und dem anderen sagen wir jetzt nochmal direkt abfahren. Das ist nämlich hier Gerste wohl schon leer. Dann müssen wir Abfahrer entlassen. Sofort abfahren. Müssen wir demnächst auf Weizen zum Beispiel umschalten. Und wir brauchen viel, viel Hopfen. Also das nächste wird eine große Hopfenernte. Und mal gucken, was wir noch so machen. Traktor ist voll. Ah, was macht unser Strohsammler? Oh nein, er ist schon zu weit. Ne, das ist er nicht. Wo ist er denn?
So, einmal. Das machen wir nämlich jetzt noch. So viel Zeit muss sein. Wir fahren mit dem zum Hof und gucken, ob wir einstreuen können bei den Kühen. Ich hoffe, dass da gerade ein ganz bisschen Platz ist. Und damit seht ihr sonst auch nochmal den Abladepunkt. Oder ich sehe, okay, der Abladepunkt ist irgendwie verrutscht und es geht nicht mehr. Alles ist möglich. Die Auflösung sehen wir gleich. Ja, in den nächsten Folgen, ne, werden wir natürlich nochmal die neuen Früchte ernten sozusagen. Wir werden den Hofladen nochmal besuchen. Wir werden da gucken, wie viel schon drin ist in unseren Geldkassetten. Die Geldkassetten dann im Zweifel mal mit einem Pickup zum Beispiel zu einer großen Geldkassette wieder machen. Und zu guter Letzt dann die große Geldkassette, auch wenn da noch nicht so viel drin ist, zur Bank fahren. Oder wir fahren mit ganz vielen Kleinen zur Bank. Kann man ja machen, wie man will. Ich weiß gar nicht, wir hatten doch auch mal einen. Ach, der steht, glaube ich, bei der Obstfarm, ne? Unser Pickup. Und irgendwann holen wir auch mal wieder ein bisschen Milch ab. Also hier selbst sollte man kein... Ach Gott, ne. Also hier selbst kann man nichts an Stroh reinstreuen, wenn denn hier... Wir müssen einmal so ein bisschen die Ballen zur Seite schieben. Hier ist der Punkt für Stroh. Und ihr merkt, es geht nichts, weil es ist für 6 Tage noch was da. Wir müssten also kurz warten. Ich habe hier auch wieder viel zu viele Ballen, ne? Wer findet auch, dass ich hier viel zu viele Ballen habe? Das habe ich gar nicht gelesen, was war im Sonderangebot. Hat das einer von euch so schnell gelesen? Ich räume nur ein bisschen zur Seite. Bei einer Seite ist es hier, da ist der Trigger nicht. Man muss dann immer so einen Ballen mal rausziehen aus der Seite, von der Seite und in die Mitte schieben. Sollte ich mir mal ein bisschen angewöhnen, nicht alles hier in die Mitte immer zu kippen. Sondern wenn, dann hier an die Seite. Und nur bei Bedarf so ein bisschen was wegzunehmen. Weg damit, weg damit, weg damit. Ups. Der flog hier wieder von der Kollision getroffen, einmal wild durch die Gegend. Immer nicht so schön, es tut mir leid. So. Ja, wir müssen hier ein bisschen warten, wie gesagt, bis die Kühe wieder ein bisschen Stroh verbraucht haben. Oder ich muss die Zeit ein bisschen beschleunigen oder ich lasse das Game einfach noch kurz weiterlaufen. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die anderen Fehler, die wir gefunden haben. Es war ja wie vorgestern sozusagen, dass der Hofladen die Türen immer so blöd geöffnet und schließt. Das ist auf jeden Fall blöd. Und der Maisabkippbereich hier vorne beim Schweinefuttermischer. Das werde ich mir auch nochmal angucken. Also Stroh haben wir mehr als genug hier. Ich weiß gar nicht, warum wir vorne schon wieder Ballen gepresst haben. Ich denke für die Schweine vielleicht. So, Grasballen sind ein bisschen angenommen worden, immerhin. Ups, das heißt wieder, hier würden wir wieder Lady blockieren. Das macht auch keinen Sinn. Also gleich wieder weg damit. So. Also. Kühe. Seid ihr sowas von voll? Stroh. Es könnten eigentlich 2 abgekippt werden, oder? Ne, merkt er so nicht. Das maximale Fassungsvermögen ist erreicht. Aber da er damit anfängt, vermute ich, dass das Ganze auch funktioniert. Ich werde das Ganze dann in den nächsten Folgen nochmal testen. Also wir lassen den Strohsammler sonst ein bisschen erstmal stehen. Wir würden uns um andere Sachen kümmern. Zum Beispiel die Saatflotte vorbereiten und einfach mal anfangen rauszusehen. Oder hier vorne nochmal Gras ernten. Auch eine schöne Idee. Wobei der Stroh hier eigentlich nochmal weg muss. Denn gegüllt hatten wir das. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt hier eine ordentliche Grasernte mal kriegen. Wäre auch mal interessant zu wissen. Ich danke euch, liebe Leute, für jedes Kommentar. Dafür, dass ihr dabei wart. Natürlich auch gerne noch in Erwartung seid für 2.9. Sorry, ich kann es nicht vorher veröffentlichen, weil ich muss ja selber immer noch mal ein bisschen mir das Ganze ansehen. Wenn euch noch was aufgefallen ist, eine Kleinigkeit sozusagen, gerne in die Kommentare reinposten. An sich sieht das aber ganz gut aus. Keine großartigen gravierenden Fehler, ein paar Kleinigkeiten, ja. Aber die hat man ja eigentlich fast immer. Unser Pelletwerk arbeitet. Wir sehen hier,
die Ernte sozusagen. Das können wir dann auch vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal schon verkaufen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Schönen Tag euch noch. Schönen Abend und tschüss.